Entferne mich dann auch höflicherweise wieder der ganzen Nummer und gehe geschlagenerweise zu meinen Kameraden zurück. Möchten die noch irgendjemand kennenlernen? Irgendjemand Wichtiges? Ich würde den. Ist der Hochkönig auf mich angepisst, dass ich ihn besiegt habe, oder nimmt Überhaupt er das nicht. sportlich? Ja Okay. klar, der nimmt das richtig sportlich. Sehe ich noch irgendwelche von meinen anderen Gegnern, die ich besiegt habe? Sehen die, nehmen die das ähnlich sportlich und finde ich diesen Rabenmund? Barnhelm von Rabenmund findest du auch, ja, den kaiserlichen Markvogt. Und ja, den wirst du finden. Der ist immer noch ein bisschen. Er kommt auf dich zu. Er hat zwar seinen Heiltrank getrunken, er hat aber noch viele blaue Flecke. Vor allem, ja, da siehst du schon bleibende Stellen. Und er ist wohl auch noch ein bisschen verwirrt und entschuldigt sich dann erstmal bei dir. Du weißt gar nicht wofür, er weiß es dann selber nicht. Verzeiht, ich muss mich, glaube ich, gar nicht entschuldigen. Guter Kampf. Ja, guter Kampf. Hat der Heiltrank was gebracht? Den habe ich natürlich höflich getrunken. Kannst mal gerne Menschenkenntnisprobe würfeln, wenn du möchtest. Ja. Jetzt kommt natürlich das Spielchen mit dem SO. Ist es A sowieso misslungen und dann B nochmal das Schwert um. Naja gut, er wird sowas wie ein SO von 16, 17 haben. Ja, ich bin ja sozial anpassungsfähig. Ja, trotzdem, also zudem dann auch falsche Kulturkunde. Du glaubst ihm, dass er ihn getrunken hat. Etwas außer Form geraten. Das hätte mir vor, ich glaube, 20, 30 Jahren hätte mir das nicht passiert. Ja. Vielleicht. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich schneller bin in dieser etwas leichteren Rüstung als ihr. Und dann. Ah gut, ihr habt gut gefochten. Man hätte euch gerne auf unserer Seite gewusst. Naja, ich bin doch eigentlich immer auf der Seite Alanfas. Und ich grinse mal breit. Ja, ich glaube, ihr missversteht den Raben auf meinem Wappenrock. Das ist nicht der Rabe von Alanfa. Ja, ich habe schon gehört. Der Rabe von Rabenmund. Entschuldigt, aber euer Haus soll wohl sehr groß sein, aber sagt mir nichts. Ja, Die vor allem Familie. in Dabatien. Ich habe bereits gehört, dass ihr wohl demnächst auch in die Richtung aufbrecht, oder? Ja, ist da nicht sogar eine Festung von euch? Burg Raben? Ja, sehr, sehr Rabenmund? richtig. Raben, Raben, Ihr dürft irgendwas. uns mit euren Freunden dort gerne besuchen. Ich werde ebenso in Richtung Burg Grabenmund reisen zu meinem Sohn, meiner Familie. Und ihr seid dort gern gesehene Gäste, wenn ihr mögt. Fühlt euch eingeladen. Ich weiß, das klingt jetzt bestimmt sehr unhöflich, aber seid ihr der Anführer von den Rabenbunds oder seid ihr der Bruder oder wie läuft das? Nun, es gibt in Dapazien viele Rabenmunds, aber sie alle, nun ja, die Familie ist groß, die Familie hat verschiedene Ansichten. Burg Rabenmund und das nähere Umland ist auf alle Fälle uns in Vertretung überlassen, beziehungsweise, nun ja, mein Sohn Answin ist ebenso der Familie als Obrigkeit zugetan. Ah, okay. Also ist euer Sohn der Anführer der Rabenmunds auf der Burg Rabenmund. Genau, mein Sohn Ah. Answin, der Jüngere, müsstet ihr wissen. Es gibt auch noch meinen Vater. Ja. Rafim sieht so langsam sehr verwirrt aus. Ja, er überlegt auch gerade, wie er dir das erklärt. Mein Vater ist Answin und mein Sohn ist Answin der Jüngere. Ah, ja, ihr habt euren Sohn nach eurem Vater benannt. Ja, das verstehe ich. Korrekt. Und dabei bekommt er den Titel der Jüngere, damit man sie beide auseinanderhalten kann. Zudem gibt es noch einen anderen Familienzweig, der dann eher in Richtung Romelis sitzt. Wir sitzen eher dann im Nordwesten und die andere Familie dann eher im Südosten der von der Tapazien. Ukurian Rabenmund sagt euch vielleicht etwas. Also, wenn das nach meinem Heraldikwerk geht, schaut er in ein sehr leeres Ja, Gesicht. er redet noch ein paar Namen. Swantje, Ayla Duridania, Zayan. Du merkst dann, dass das keinen Sinn macht, dass er dir jetzt irgendwelche Namen von den Rabenmunds nennt. Und du warst ja schon bei den zwei Answin ziemlich verwirrt. Es wird vermutlich schlimmer. Halten wir es einfach so fest. Es gibt viele wichtige Mitglieder der Familie und ich bin eines davon. Mein Sohn und auch mein Vater sind beide von höherem Interesse.
Das freut mich ja für euch, dass ihr so wichtig seid. Wollt ihr mit uns beim Zwergen ein paar Bierchen trinken? Sind sehr lecker. Mit dem Hochkönig der Zwerge, das überlasse ich doch wohl euch. Ich bin zwar ein Freund von erlesenen Speisen, aber ich habe bisher noch kein so gutes Bier getrunken, dass es mich dazu geleitet, mir den Wein vorzuziehen. Aber wenn ihr uns dann besucht, werde ich sicherlich etwas Zwergenbier oder auch gerne etwas alanfanisches Bier für euch bereitstellen lassen. Kommt ihr denn eigentlich zu der Feier? Nun, ich denke, mein Sohn wurde eingeladen und da er in Abwesenheit auf der Burg Rabenmund verblieben ist, werde ich an seiner Stadt kommen. Ah. Okay, also dann setzen wir euch am besten nicht neben die Zwerge. Ich vermerke das. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß, ne? Lasst euch nicht ärgern. Ja, lasst euch auch nicht ärgern, guter Freund Rafim. Ich werde jetzt noch etwas mit dem Grafen von Ochsenwasser besprechen. Natürlich. Ich gucke den nächsten Typen an, den ich sehe, der Graf von Ochsenwasser, drehe mich um und gehe. Gut. Ich hab noch was. Du hast noch was. Was wollen wir mal mit Leonida sprechen? Machen wir erstmal die anderen. Isarun, willst du noch was tun? Ja, wenn der Magister Melvin da ist, dann würde ich den gern nochmal anquatschen. Ja, diesmal hast du Glück. Er ist auch übernächtigt, übermüdet, hat wohl tiefe Ringe unter seinen Augen, unterhält sich gerade mit Rakala von Horsenrahmen und... Ja, Adepta, wie kann ich euch helfen? Guten Abend, ich will auch gar nicht lange stören. Ich wollte mich nur erkundigen, also ich habe heute mit dem Turniermarschall gesprochen bezüglich, ihr wisst schon, des Schwarzen Ritters. Der... erzählte eine interessante Sache zu der Rüstung? Ja, sehr wohl. Wir haben mittlerweile die Analyse nicht nur der Rüstung und dem Endurium. Wir haben die Hoffnung, dass wir auch diesen Zauber, der darauf liegt, demnächst selber für unsere Möglichkeiten benutzen können. Als auch ja, den Dämon, der daran saß, analysieren können. Der Dämon nennt sich wohl Dunkelschlund. Daraus leitete sich auch der Name ab, Alrik von Dunkelschlund, ihr erinnert euch? Gewiss. Er sitzt unter der Halsberge der Rüstung. Die Präsenz kann magische Veränderungen von seinem Körper bewirken. Der Ritter selber ist wohl viel zu alt. 80. Besitzt aber die Kraft eines 20-Jährigen. Oh, natürlich. Und mit diesem Dämon kann man kommunizieren? So hört es sich an? Ja, er kann rudimentär mit ihm kommunizieren. Ist euch... Es gibt einen weiteren Dämon, der uns bekannt ist, einen, der sich eher am Hals verfestigt, ihn umschlingt und dann mit seinen Dornen und den Hörnern in den Körper greift und dann Sekrete absondert. Es verhält sich recht ähnlich zu diesem Dämon. Er ist allerdings, wie gesagt, in das Innere der Endurium-Rüstung gebannt und wirkt von dort aus. Ich meine rein ausgesprochen angewidertes Gesicht. Und, verzeiht, das ist wirklich ungewöhnlich. Ich würde mir das gerne mit eigenen Augen ansehen, aber das ist wohl derzeit nicht möglich. Nun, wie gesagt, der Dunkelschlund-Dämon wird selbst immer noch von der Hellsichtsmagie geschützt, aber zusammen mit einer starken Matrix, ihr könnt euch gerne daran versuchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern eure klar Observant hier denn gut ist. Meine persönliche leider nicht so. Nein, da gibt es befähigtere Menschen. Nun, ja, wie gesagt, wenn sie etwas fortgeschrittener wäre, dann könntet ihr ihn sicherlich erkennen. Wir werden noch einige Zeit brauchen. Aber mir ist vor allem wichtig, dass er nicht mehr in diesem Turnier wirken kann und jemanden umbringen kann, jemanden töten oder verletzen kann. Das war mir wichtig, auch dass die Reichsregentin und die Tochter in Sicherheit ist. Gewiss, das ist das Wichtigste.
denn so in der Nähe zu wirken, nur einen Wurf entfernt, das macht mir schon Kopfzerbrechen. Daher bin ich sehr froh, dass die Inquisition sich seiner angenommen hat. Sagt, ist denn schon etwas darüber bekannt, wie kompliziert das Ritual ist, mit dem dieser Dämon in diese Rüstung gebunden werden musste? Ihr müsst wissen, ich frage, weil ich natürlich die Befürchtung habe, dass so etwas zu militärischen Zwecken auch wiederholt auftreten könnte. Ganz generell geht es vor allem, glaube ich, auch auf die Endurium-Rüstung und der Dämon selber mag gar nicht so sehr mächtig sein, aber in Kombination mit diesen Hellsichtszaubern ist er auf einem Turnier, da Rondrianisch gefochten wird, doch sehr unschön. Zu Kriegszwecken nützt das wohl weniger, möchte ich meinen, weil so viel Endurium nicht dargestellt werden kann. Auch für ein Galotta nicht. Das ist doch zumindest schon einmal beruhigend. Die Mine auf Maraskan ist seit einiger Zeit versiegt. Der Orden des Augen hat natürlich auch ein paar Agenten, die Nachrichten liefern. Und seit einiger Zeit, es gab vor ein paar Jahren einen Angriff auf die Mine. Seitdem hat Helma Hafak sie eingeschlossen mit einer magischen Kuppel, auf dass kein lebendes Wesen sich mehr von dort entfernen kann. Und seitdem ist auch die Zahl der Endurium geförderten Steine weniger geworden. Verstehe. Das ist gut. Diese Rüstung ist also vor allem ein Zeichen seiner Macht. Ja. Vielleicht seiner Arroganz. Und wurde dieser Ritter denn explizit von Galotta geschickt oder handelt er in eigenem Auftrag? Wer mit so viel Endurium herumläuft, der wird tatsächlich nicht so etwas selbst finanzieren können. Er ist kein Magier, er brauchte also auch einen sehr kompetenten Magier, der diese Rüstung zusammen mit dem Dämon herstellen konnte. Er wurde direkt von Galotta geschickt. Sollte wohl auch eine Nachricht überbringen, aber diese Nachricht war quasi nichts als eine Drohung und muss hier nicht wiederholt werden. Naja, wenn es von Galotta kommt, das ist ja schon seine Handschrift. Immerhin wissen wir sowieso, was er vorhat. Ja, dann habt herzlichen Dank. Wenn ihr noch weitere Informationen habt oder ich oder die Falle euch irgendwie helfen können, bitte zögert nicht, mich zu kontaktieren. Nun, wie gesagt, in den Inquisitionsturm wird, glaube ich, kein Wesen eindringen können, das wir nicht lassen. Also, wir brauchen zunächst die Pfeile nicht. Nein, danke. Ansonsten werde ich natürlich mit Spektabilität Voslarin sprechen. Selbstverständlich. Erstattet ihr ihm selber Bericht oder soll ich das übernehmen? Das ist bereits geschehen, danke. Hervorragend. In dem Fall wünsche ich noch eine gute Nacht. Ja, ich bin froh, wenn ich etwas Schlaf bekomme, danke. Ja, ich gehe ab. Immer? Ja, immer wenn man auf Beute zu gehen, man muss ja mal gucken, wo hier der gute Wein herkommt. Ach so, ob man dann irgendwas abgreifen kann. Ich dachte, du wolltest jemanden beklauen. Nee, gut, ein Wein, klar, kriegst du auch. Vor allem dann auch aus Richtung Kuntium, Fasar, Rastuhl, beutest du Laminischer Abt und dann kannst du dich auch da dann mit sehr süßem Dattelwein oder so etwas bequemen. Schöner ja, Sitz dann zu ziehen. Genau, da wird man Tabak in der Wasser trinken. Und sich mit, vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Tolaminen, die jetzt, wo wir hier zu sehen sind, wenn das auch nur irgendwie höhere Gäste oder sowas sind, dann, ja, also höhere Leute allgemein wahrscheinlich weniger, aber immer wird sich dann irgendwo hin zurückziehen, wo vielleicht auch diese Leute sitzen, weil diese Wasserpfeifen bzw. Rauschpfeifen sind ja dann sozusagen, werden ja dann teilweise rumgereicht, sind ja dann so gesellschaftliche Dinge. Und damit immer sich dann mal sozusagen wieder ein bisschen über auf tulaminische Art und Weise es sich gut gehen lassen.
Ja, klar, kannst du dich dann zurückziehen. Wie gesagt, da sitzt dann so ein richtig schön dicker thulamidischer Händler. Das ist wohl derjenige, der die ganzen Sachen gebracht hat. Der hat auch richtig gute Laune, vor allem weil das, was da gerade gegessen und getrunken wird, spielt ihm dann direkt in die Taschen. Und kann er dir die Geschichte erzählen, wie er mit seinem Wagen von Kuntium aus über Fasar gezogen. Es hat natürlich einige Zeit gedauert. Er erzählt die wildeste Abenteuergeschichten, dass er noch gemeinsam gegen Ferkinas kämpfen musste und die ganzen Geschichten. Ja, da hört man dann gerne ein wenig zu, wenn der gute Mann aus, dem Nähkästchen erzählt, aber auch teilweise bestimmt auch die Wahrheit erzählt und das Ganze schön miteinander mischt. Dann, ja, wird man da trinken, essen und rauchen. Ja, genau. Perfekt. Und dann hoffen, dass man irgendwann den Weg nach Hause nochmal findet. Bestimmt. Beziehungsweise zu Rafim mit ins Bett. Genau. Der schnarcht dann die ganze Zeit, aber weil er so sehr stark alkoholisiert ist, kommt dann viel zu spät, legt sich ins Bett, es quietscht und knarzt und dann bist du wieder wach. Ah. Kiaras, was möchtest du tun? Nun, ich ziehe umher, ich trinke, ich flirte und ich tanze. Gut. Möchtest du vielleicht das ehemalige Minnefräulein von Rafim dir angeln? Chinaya von Lurindarat. Ich mach das nicht gezielt. Ich gehe einfach umher. Wer tanzen möchte, mit dem tanze ich. Wer allein steht, mit dem flirte ich. Gut. Dann wollte Jalan noch irgendwas. Ich suche nach dem Fräulein von Sirenstein. Die wirst du finden. Immer noch mit zwei Blumen spielt sie hin und her, dreht die dann zwischen ihren Fingern und schaut dich so ein bisschen verliebt an. Oh, der hohe Herr von Greifenbund. Werte Fräulein Sirenstein. Dachte ich mir doch, dass ich euch hier irgendwo antreffen könnte. Ja, selbstverständlich. Ich habe schon den ganzen Abend auf euch gewartet. Beim großen Betrüben konnte ich leider heute in der Arena den Sieg nicht für euch erringen. Danke für die Blumen. Ich nicke einmal. Es wäre mir jedenfalls eine sehr große Ehre, wenn ihr die Güte hättet, mich morgen auf meinem Streitwagen zu begleiten, wenn ich in die Arena einfahre. Ja, selbstverständlich mache ich das. Das ist doch eine große Ehre für mich. Sie lehnt sich ein bisschen nach vorn und schließt die Augen. Komm mal nach links, ich komme nach rechts. Kiaras ist nicht da, um mir Hilfestellung zu geben. Ich lehne mich auch mal hier entgegen, drücke einen kurzen Kuss auf. Den Mund oder die Wange? Die Wange. Ja, danke. Dann sehen wir uns ja morgen. Damit dreht sie sich um, nimmt ihre Hofdamen und geht. Du siehst wohl, wie irgendwo hinter ihrem Kleid fällt noch eine der Rosen in den Boden. Vielleicht ist sie hingefallen. Die zweite ist wohl gleich kurz dahinter nachgefallen. Und dann könnt ihr regenerieren und schlafen. Also ich hätte meinen Abend aber dann irgendwann in Chortempel verlegt, aber das wäre dann eigentlich nur mich da besaufen und das feiern, also... Der Hochkönig kommt mit. Ja, perfekt, mein Freund. Lernen sie alle kennen. Nimm noch irgendwie einen Angroschgeweihten mit und dann predigt der Angroschgeweihte, fängt dann erstmal an und baut dann erstmal so ein bisschen im Chortempel eine kleine Schmiede ein und er wird dann anfangen zu schmieden, der Hochkönig schmiedet ein bisschen... Der fünfte Turniertag, dritter Pereine. Das Wagenrennen. Der spektakulärste Teil des Turniers. Sind die Wagenrennen im neuen Hypodrom, also ganz im Nordosten. Die zweitgrößte Rennbahn Aventuriens, fast 28.000 Zuschauer in den zahlreichen Gefährten und den Fahrern können dann zujubeln. Fünf Runden mit jeweils dann mehreren Meilen liegen zwischen Start und Ziel. Hier jagen die Kontrahenten durch das Rund, peitschen, brüllen und kämpfen, schrammen, kollidieren miteinander und den Wänden, trampeln über Gestürzte, fliegen ins Publikum oder gelangen ins Ziel an der Kaisertribüne, wo die Reichsregentin Ema sich niedergelassen hat.
Zumindest die Deichsel und ein lebendiges Zugtier müssen die Linie erreichen. Sollten Zugtiere sterben, werdet ihr natürlich unglaublichen Ärger von der Raya-Kirche bekommen, das ist klar, aber ich glaube, die Rundra-Kirche hat ja auch noch mal ein Wörtchen mitzureden. Allerlei seltsame Wagen haben sich zu diesem offenen Rennen gemeldet. Solche von aranischen Straußen oder Rennkamelen gezogen werden, aber auch kastenlose Nur-Achser, wo man sich dann einfach nur noch auf die Achsen stellt. Diesen Exoten wird allerdings keine große Chance gegen die klassischen Streitwagen oder die Fasara-Sichelwagen eingeräumt, wo die Sicheln allerdings auch auf Befehl von Rondrasil abmontiert worden sind, weil das nichts mit Rondra zu tun hat. Ja, Graf Rondrigan versucht es mit einer leichten Quadriga, mit dem Modell Maraskan-Sieg und versucht da dann sein Glück. Marschall Ludolf hat eine Kaiser-Sechstiger von Ferrara Eisenherr. Die seltsamsten Sachen werden hier aufgefahren. Du kannst auch sehen, wie hier wohl drei Gräume aus der Garritter-Siedlung angetreten sind. Nein! Nein! Ja, sie erinnern dich an, ja, es könnten Drillinge sein. Es könnten Drillinge sein aus der schwarzen Stadt. Wobei alle Gräume eben gleich aussehen. Aber auch die treten selbstverständlich an mit ihrem Gefährt. Was diesmal allerdings nicht von Bären gezogen wird, sondern gar kein Zugtier hat. Ein mechanisches Ding und obendrauf wurde noch ein Huhn in einem Käfig angenagelt, angeschweißt, damit dies das in Anführungsstrichen lebende Zugtier ist. Aber ansonsten ist das Ding eher mechanisch und wird wohl mit irgendwelchen Artefaktzaubern angetrieben. Darf man Waffen mitnehmen? Es wird eigentlich nicht gekämpft. Also höflich, aber niemanden hier vom Wagen runter Wucht schlagen. Das ist hier nicht das Wunder. Ja, ich möchte eher das Huhn runter Wucht schlagen. Nein. Wie nein? Nein. Also wie ja, nein? Du kannst meinetwegen ein Schwert mitnehmen. Kein Anderthalbhänder, sondern ein Schwert. Ich dachte an einen Stock, so einen langen. Kannst du meinetwegen auch machen. Ich nehme mal so einen langen Fahnenwimpel und sehe zu, dass der abnehmbar ist. Also, Magister Melvin schaut sich natürlich auch gerade das Gefährt von den Grollen an, wird dann natürlich in Odem wirken, bespricht sich da kurz nochmal mit ein paar anderen Magiern und nach einem Gespräch mit Rondrasil wird er dann aber auch nicken. Es geht hier, das ist eigentlich klar, es geht hier eigentlich gar nicht mehr wirklich darum, dass man dieses Rennen zu Ende fährt oder dass es hier so super rondrianisch zusammengeht, sondern vor allem um den Spaß. Wenn es hier keine Toten gibt, dann sollte das genügen. Die Gräume werden aber auch einmal ermahnt im Vorfeld, sodass dann Rondrasil selber mal zu ihnen heruntersteigt. Die benicken da wohl irgendwas. Ja. Versuchen da auch noch ein kleines Geldbeutelchen rüber zu geben, aber Rondrasil lehnt ab. Steht da mit dem Modell Stern von Parfum dabei. Ja, du siehst, dass du ganz alleine bist. Von deinen Freunden niemand zu sehen. Während die anderen sich gerade bei der Witwe Putz befinden und ja, man wollte sich wohl so ein bisschen sammeln und dann gemeinsam losgehen, als nach und nach ein paar Coiffeure und Friseure eintreten, Schneider. Ach, so furchtbar, so grausam, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Setzt euch bitte hin. Fräulein Iserun, setzt euch hier, Stuhl. Einmal kurz die Haare hoch. Dann wird ja auch schon, so ein Kittelchen, ein Lätzchen umgelegt und plötzlich sind deine Haare hochgesteckt. Oh, danke, Meister, ja. Ich bin schon gespannt, was ihr vorhabt. Ihr seht so grausam aus. Ah. Was? Nein, ich habe mich heute Morgen gewaschen. Davon rieche ich aber nichts. Ach so, ich habe aber keine Seife benutzt. Ja, genau. Diese Spitzen. Ich dachte, das hatten wir erst vor 2 Tagen geschnitten. Ich kann nichts dafür, die wachsen so schnell. Ja, eure Haare, die sind sowieso. Darüber müssen wir noch einmal sprechen. Diese Farbe, die ihr hier benutzt. Glitzer. Das ist aber so bei meinen Haaren. Ja, das ist Moment. Keine Farbe. Ja, die anderen werden dann ebenso von vielen verschiedenen, Menschen, Coiffeur, Friseur, ihr habt das nicht ganz verstanden, von irgendwelchen Ingrim-gefälligen Handwerkern werdet ihr dann auch ebenso in Stühle gedrückt und dann bekommt ihr allesamt ein Netzchen um. Während dann die ersten
Messer hin und her zucken, irgendwelche Scheren, und während ihr dann ja euch so ein bisschen auch unterhalten könnt, Abel, mir wird da gerade einschamponiert, vor allem im Gesicht, damit man da besser rasieren kann. Ihr könnt sehen, wie bei Isarun Nasenbluten anfängt. Also erstmal, ich gehe um 12, ich treffe mich mit Chorgeweihten. Zweitens, du blutest aus der Nase, was hast du gemacht? Was? Du? Ich fasse mir mal an die Nase und tatsächlich Blut an meinen Fingerspitzen. Wo kommt das denn her? Hast du vielleicht den Kopf angehauen? Nee, das hätte ich wohl gemerkt. Ich lehne mich mal so zu ihr rüber. Ich suche mal. Was? Nein. Gibt da so alenfanische Dinge? Die könnte man... Na gut, dann nicht. Reicht mir doch mal ein Taschentuch. Dort drüben. Ja, warte. Hat jemand nicht sowas bei dem Bauernhaus? Was? Beim Bauernhaus? Beim Bauernhaus? Ihr meint dämonische Magie? Hier?